Vom Präsidenten des Zentralrats der Juden, Dr. Josef Schuster, und dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Dr. Gideon Joffe. Es ist ein Wunder, dass Schülerinnen und Schüler zusammen feiern. Und deshalb ist das heute auch für mich ein ganz, ganz besonderer Tag. Genau wie ihr kenne ich natürlich die Geschichte von den Makkabäern, den Tempel in Jerusalem und den Öfen, die Menora auf wundersame Weise mit einem von den Achtteilen hier. Ein großes Wunder geschah damals vor fast 2200 Jahren, so heißt es in dem Lied, das sie gesungen wurde. Daran erinnert auch das typische Spiel mit dem Weibel, das jetzt in vielen jüdischen Familien gespielt wird. In diesem Jahr beginnen wir nun zu Weihnachten das achttägige Lichterfest Hanukkah-Fest vom Abend des 18. bis zum 26. Dezember. Das Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 165 vor Christus, was sich in der deutschen Übersetzung von Hanukkah als Weihung widerspiegelt. Jeden Tag wird dabei eine weitere Kerze entzündet.